Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Helmi, herzlich willkommen zurück bei Terra. Ja, wir waren letztes Mal in der Indie-Sympho rausgegangen und das hat dem Programm wohl nicht so gut gefallen. Deswegen müssen wir das jetzt nochmal machen. Natürlich, ist doch klar. Why not? So, wir müssen da irgendwo hin, da in das... Da müssen wir irgendwo hin. Irgendwo da müssen wir hin. Sprecht mit Carmina. Das machen wir doch. Das lass uns doch mal eben machen. Da ging noch hier irgendwo... Irgendwo hier so... Hier so irgendwo, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Waren wir hier richtig? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Komm, wir machen mal. Wir gucken mal, ob wir die überhaupt kriegen. Ah ja, ja, ja. Die sind so schwer nicht, also. Ich weiß echt nicht mehr, wo wir hin mussten. Ruinenpark, Tal der Bestien, Friedhof. Also hier... Das ist das Bollwerklager, okay. Und da ist die Stadt. Und da ist dieser Vorhutposten. Und dann weiß ich nicht, ob wir hier hin müssen oder da hin müssen. Tal der Bestien oder Deva Silva. Da ist die 1. Dann gehen wir doch mal dahin. Da wo die 1 ist, das ist ja einfach. Wieso habe ich die nicht sofort gesehen? Wieso habe ich die denn nicht sofort gesehen? Aber die Quests haben wir eigentlich alle schon erledigt bis dahin. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Guck! Kamia, wo bist du? Wir müssen sprechen. Kamia? Hey, Kamia. Hier sind Händler und sowas. Aber nicht Kamia. Aufklärer? Ja. Was? Halbtagsschild? Halbtags, also Job? Was bist denn du für einer? Komm, ich mach dich mal. Ich will mal gucken, ob ich dich krieg. Ja, du bist ziemlich stark. Ja, guck mal, 12.000. Okay. Da können wir mit leben. Mit 12.000 können wir mit leben. Kamia, ja, meine Liebe. Was ist denn hier? Hier ist noch was. Die sind grün. Die haben grüne Nüppkes am Kopf. Das wollen wir ja jetzt gar nicht. Wir suchen da die Kamia. Wir müssen doch in diese Indie-Villa rein, Mensch. Was haben wir denn hier? Die will ich doch gar nicht. Die will ich nicht. Ich will in die Indie. Aber das war hier nicht, so wie es aussieht. So wie es aussieht, war das hier nicht. Aber gehen wir hier zurück. Die sind ganz schön stark hier, die Burschen. Wobei ich ja nur normal geschossen habe. Also von daher, wahrscheinlich könnten wir die ohne weiteres erlegen. Guck mal, 2000 machen wir mal eben. F, diesmal F, nicht E. Vielleicht bist du gar nicht so netten, wie ich erst dachte. Du bist so gereizt. Da. Das ist, ja, das ist der Teleport, aber das ist der nicht. Das ist der nicht. Das ist, das war der, das war hier nicht. Das war hier nicht, das war hier nicht. Guck. Ja. Sieht ja gut aus hier.
Aber das war hier nicht. Das war hier nicht. Also war das doch bei Deva Silva. Na super. Ach, jetzt muss ich nach Deva Silva. Oder war das da Ruinenmark? Das Pferd ist auf 7. Dann machen wir mal das Pferd. Das Pferd ist auch nicht schneller als Rennen, glaube ich, oder als Laufen. Sieht nur viel cooler aus. Der alte Speer, der liegt da rum und pennt. Hat er nichts Besseres zu tun? Uah. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das war da die Siva, wo ich hin musste. Das war hier nicht, oder? Das sieht alles anders aus. Das waren auch ganz andere Gegner. Das waren die Gegner hier nicht. Oh, super. Sehr schön. Nein, das war hier nicht. Das war hier nicht. Das war Deva, Deva Silva. Hey, du läufst in die falsche Richtung, mein Freund. Nur mal so. Ja, das ist natürlich doof, ne, dass wir da rausgeportet wurden und dann so weit weggeportet wurden. Also unter uns. Na, und hier ist die Kamina nicht. Auch wenn hier die 1 angezeigt wird, hier ist sie nicht. Oder? Hier in der Höhle? Nein. Nein, nein. Oh, was ist hier los? Oh, alles sehr nett hier. Ja, ja. Hier waren wir überhaupt noch gar nicht. Lass uns mal zurück nach Deva Silva. Ich glaube, das ist der bessere Ort, wo wir hin müssen. Immer schön der Reihe nach. Wir haben uns von der 1 ganz schön irritieren lassen. Sind welche hinter uns her? Nö. Warte mal, dann machen wir mal hier mit der Maus. Gucken wir mal. Die Karte für dieses Gebiet kann nicht angezeigt werden. Ja, ja. Wir gehen nach Deva Silva. Deva Silva. Silva, Deva Silva. Ja, genau, hier waren wir nämlich. Genau. Ja, jetzt erinnere ich mich. Hier sind wir lang. Das sieht genauso aus, wie das, wo wir waren. Genau. Und dann durch dieses Tor und dann war da ein Teleporter. Und ich glaube, da unten in der Inni, da steht die dann auch. Ich will mich nicht täuschen. Genau, hier rennen gleich ganz viele rum. Auf engstem Raum. Wie glücklich mich das macht. Genau, hier ist der wieder. Der Deva-Bandit. Geht weg. Geht weg. Geht alle weg. Uah. Wow, 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 wow. Die tun mir nichts. Das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Genau, und da musste ich nämlich hin. Da, genau, Teleporter. Und da ist die Kaminia. Und hier gibt's, gibt's hier nochmal? Nein. Nein, nein, die gibt's nicht nochmal. Und jetzt teleportieren wir uns runter. Genau. Bin ich bereit? Ich denke schon. Genau, und da sind wir nämlich letztes Mal rausgegangen. Und das war eine dumme Idee, in der Inni rauszugehen, weil die hat uns ganz weit zurückgeschleudert. Habt ihr ja gesehen. Genau. Und hier sollten wir belauschen. Dann machen wir jetzt mal. Ist die Stimmung nicht ein wenig seltsam? Habt ihr irgendwas gehört? Tetra ist wieder in seinen Pack. Das liegt wohl am Tetrapack, der seine Arbeit gut ausführt. Ja, ja, bla 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 bla. Belauscht das Gespräch des Nachkommens. Ja, wann seid ihr denn fertig mit dem Gespräch? Schön, dass ich so unsichtbar bin, gell? Red keinen Unsinn, pass auf, dass du Tetra nicht verärgerst, sonst kommst du auch in den Tetrapack.
Okay. Ein Sammelbefehl, gehen wir. Okay. Damit habe ich es ja wohl. Sprecht mit Kamia. Da. Ja, da, hier geht's weiter. Da, die Nachkommen zu Wort kommen lassen. Diese Tetrapack, von der sie sprachen, scheint die Priesterin zu sein. Die weiß wahrscheinlich bereits, dass Dracanius tot ist. Wir müssen schnell zum Hauptquartier zurück und Bericht erstatten. Hier entlang. Was? Ach komm. Benutzt einen Teleporter, um zum Vorwurfsposten in den Wäldern der Vergessenheit zu gelangen. Ja, wie jetzt? Muss ich hier nichts mehr machen? Ich würde aber gerne. Ist hier nicht noch was? Hier komme ich gar nicht rein. Das ist ja super. Darüber war ich jetzt hier. Echt? Ja. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Da glaubst du gar nicht, wie wahnsinnig bereit ich bin. Oh, guck mal, Fanart. Fanart sind echt cool. Manche machen sich tatsächlich die Arbeit und malen so. Unglaublich. Da. Braucht ihr Hilfe? Nein, du? Oh, guck mal, ich krieg hier. Braucht ihr Hilfe? Was? Passt auf, alle kämpfen. Das ist die Regel. Wenn diese Kinder bereit sind, ohne Ausbildung, richtige Schützen, Hilfe, ohne Deckung da rauszugehen, dann können wir unseren Beitrag leisten. Was ist das hier? Eintauchen in die akademische Welt. Ein Palan, einer meiner Männer, hat einen kurzen Hilferuf geschickt. Oh, gut. Nehmen wir Braucht mal. ihr Hilfe? Klar, wir nehmen alles. Da, jetzt haben wir aber erstmal, ne? Erstmal haben wir jetzt hier neue Kleidung. Braucht der König, oder wie war das? Des Kleiders, des Königs neue Kleider. Oh, guck mal. Ah, das ist ja sehr schön. Neuen Stock haben wir noch nicht, ne? Ne. Der ist plus 4, okay. So. Ah, komm, wir machen mal so und so und Z. So und so. Und dann können wir mal einen Screenshot machen. Der geht auf Druck, glaube ich. Sehr schön hast du das gemacht. So. Ja, wohin geht's jetzt? Sprechen mit Isla. Isla Bonita. Meine Karte ist ja total. Warum ist denn die Karte da? Da ist nicht mehr. Isla. Oh, ich drück mal M hier. Da sind wir mehr. Da müssen wir hin. Ich glaube, jetzt müssen wir hier lang. Ich glaube, jetzt sind wir richtig. Jo. Jetzt passt es. Ach, jetzt hier war doch ein Händler bestimmt, oder? Ja, ein Händler. Hallo, mein Lieber. Ich habe da ein paar. Euch hat wohl jemand hereingelegt. Nein, Ein nein. Krieg. Nein. Aber wir werden gewinnen. Ja, natürlich. Mich hat auch niemand hereingelegt. Was haben wir denn hier? Stufe 10. Die sind besser. Was haben wir hier? Die sind besser. Was haben wir hier? Das ist besser. Was haben wir denn hier noch? Stufe 13. Ach so, ich muss ja hier erstmal so machen. Ach, habe ich schon wieder vergessen. Dann müsste er wieder neu anlernen, den Typ. Ja, verkaufe ich den oder kann man daraus so einen Zauberstein machen? Dies ist ein Meisterwerksgegenstand, ein verzauberter Gegenstand oder ein mit Kristallen versehener Gegenstand. Ein verkaufter Gegenstand kann nicht wiederhergestellt werden. Wollt ihr fortfahren? Ja, natürlich will ich fortfahren. Stufe 12, ausgerüstet Stufe 20. Klar, keine Frage. Fahren wir. Sortieren wir, fahren wir, machen wir. Und weiter geht's. So. Jetzt müssen wir hier lang. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Mann, 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 Mann.
So, jetzt schauen wir mal. Siehst du? Ja, komm mal her. Ah, die gehen ja easy. Die gehen ja easy peasy. So. Danke. Dank, Dank und immer wieder Dank. Jawohl. 4 von 20, naja. Palan und Isla. Okay, das sind die Hauptquests. Die müssen wir machen. Und hiervon müssen wir nur 20 legen. Das geht ja noch. Na, guck mal. Die sind nicht so schwer. Die kriege ich bestimmt gleich sowieso die Quest. Lege ich davon 1000 oder irgendwie sowas. Was machen wir bei dieser? Hier, Händler. Da, Palan. Palan, du alter Forscher. Ja, was für dich hier? Guck mal. Wollt ihr was von mir? Hier, guck mal. Man kriegt das, wofür man bezahlt. Ja, was ist denn das jetzt? Jetzt gibt's gelbe Quests. Was tun die? Die bringen Erfahrungspunkte. 45.000. Ich nehme die mal. Oh, hallo. Eier findest du eben im Tal der Bestien. Ja, 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 ja. Ich wollte die andere doch. Hier, flammende Augen. Oh. Kann der was? Nee, schlechter als der, den ich hab. Aber ich nehme trotzdem mal die Quest. Ja, ja, nicht immer. Manchmal bezahlst du was und kriegst nix. Du kriegst nur Müll. Ich auch. So. Was ist Stufe 19 Wälder des Vergessens? Finde die versuchenden Suchtrupps. Ach, da lacht doch ihnen schon einer rum. Den haben wir doch schon sofort gefunden gehabt. Aber wieso denn für einer? Du kannst überhaupt nichts, ne? Ja. Die Fähigkeit wurde durch Infusion beeinflusst. Da kommt mein altes Drogenleiden wieder durch. Was haben wir denn hier? Was war das? Was habe ich denn da gemacht? Lass mich gucken. Was habe ich gemacht? Schockimpuls. Das ist ja super. Greift Ziele innerhalb von 3 Metern an. Das ist ja super. Das war ja genau das, was ich nicht wollte. Ja, so. So ist besser. Aua. Mal aufhören mit so einem Scheiß. So. Was soll denn das hier? So geht das aber nicht. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich bin in Vega gespielt. Und schon, ne? Immer wieder dumm. Und schon immer wieder dumm. Dumm die dumm. Oh, hier ist einer von denen. Ja. Wir haben einen. Ein Mitglied der verschwundenen Suchtrupps. Quer über den Rücken eine tödliche Wunde. Wie grausam. Eine beinahe fast tödliche Verletzung. Oh, da ist noch einer. Was ist denn für einer? Dich brauchen wir nicht, oder? Oh, der Körper ist voller Wunden. Eia. Okay. Da ist noch einer. Das war ja easy peasy. Einige, was hier, ein Mitglied hier und gleich hier herum sind Spuren heftigen Kampfes. Okay. Finde den letzten Speer. Warum? Das sind gelbe Quests hier. Ja, mach mal. Mach du mal sowas. Das ist auch ein Nahkampf irgendwie, oder? So. So. Wie
Ich weiß zwar nicht, was wir da gerade bewirken, aber 2 von 5. Also wir müssen noch 3 davon haben. Von denen. Hiervon. Davon brauchen wir noch 3. Achso, das ist der. Wir springen zurück. Okay. Muss echt wieder gucken, ne? Das ist unglaublich, ey. Opa merkt sich überhaupt nichts. Zu dumm, zu. So, das waren 3. Ohne Loot, okay. So. Da sind die Eier. Guck mal. Eiers. Wie viel brauche ich davon? 1 bestätigen. Was ist denn das? Achso. Oh, schon in der... Halten wir das mal. Was auch immer das war. Und was ist hier? Wie viel brauche ich denn davon, verdammt? 5. Da steht's doch. Da. Noch ein Eier. Noch mehr Eier. Also ich weiß noch, dass das damals ziemlich schwierig war, die umzulegen. Das weiß ich noch. Noch ein Eier, komm. Und von dem brauche ich sowieso auch noch ein. Also machen wir den da mal hin. Komm. Ja. Sagt ihr das? Was war denn, warum ihr zwischendurch eine Lebensperle verliert? Aber mal gut. Ja, das muss recht sein. So. Dann noch das Ei, dann haben wir das nämlich auch. Aber ich glaube, die Quests muss man wegbringen, ne? Ja. So, einen müssen wir noch finden hier. Von den Typen. Müssen wir noch einen finden. Und wir brauchen noch, boah, noch 12 von den Basilikas. Ne, die brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. So. Die haben grüne Dinger drauf, aber das muss nicht sein. Die sind schwer, das muss nicht sein. Wo sind wir denn hier? Da. Hier irgendwo. Mal die Quest wieder abgeben. Ah, davon brauchen wir noch ein paar. Ja. 9 von 20. So ist richtig. Davon können wir noch welche gebrauchen. Komm, mein Freund. Jawohl, ja. So. 11. Habt ihr noch was Schönes verloren außer EP? Nö. Naja, muss ja nicht. Muss ja auch nicht. Da ist wieder Isla. Und hier ist. Ja, genau, hier. Man kriegt das, wofür man bezahlt. Genau. Sag ich doch. Was von mir? Ein paar Eier zerschlagen, ja. Wie jetzt? Elixier-Prototyp findet die Leiche eines Basilikan-Opfers im Tal der Basiliken. Was? Wie jetzt?
Was denn jetzt? Ach komm hier. Muss doch nicht sein, oder? Die brauchen wir auch noch dann. 12. Hier 13. Nicht weglaufen. Komm zurück. Komm zurück. Wir haben die lieb. Wir hängen an dir. Ja. So ist gut. So ist gut. So, hier war noch, da war irgendwo. Hier war noch irgendwo, da, hier muss er irgendwo liegen. Ja, den wir noch brauchen. Da, ach guck mal, der ist gar nicht tot, der Speer. Der lebt noch, ey. Immer schön munter. Ja, wieso lebst denn du noch? Nein, nein, weg von mir. Nicht auch noch, nicht ich auch noch. Nein, nein, ich bin mutig, ich bin toll. Schreibe der Nachkommen, statt Schreiben der Nachkommen, bringe Isra den Spähbericht. Von mir aus. Aber erst muss ich hier noch Dinges machen. Hier muss ich nochmal. Hier muss ich nochmal hin. Hier muss ich nochmal hin. Was, hier war da irgendwas mit einer Leiche oder so. Was muss ich hier machen? Elixier-Prototyp. Finde die Leiche eines Basilikenopfers. Ja. Wo ist denn die Leiche eines Basilikenopfers? Hier? Der hier? Nö. Das ist zwar die Leiche eines jungen Rekruts, aber sie passt nicht auf die Beschreibung, die man euch gegeben hat. Okay. Der ist ja sowieso fertig. Ich brauche noch ein paar Seekaufer. Ja, wo sollen die denn sein? Bestimmt in der Höhle wieder. Pass mal auf. Basilika-Opfer sind in der Basilika-Höhle. Ist doch normal. Hier sind die Eier. Danke. Nein, das ist mehr als eine Leiche. Da sind schon nur noch Knochen. Mann, 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 Mann. Hier ist keine Leiche eines Basilika-Opfers. Basilika-Eier. Da sind aber keine Leichen von Opfern. Mann. Hier vielleicht. Nein, auch nicht. Oh, schöner Punkt hier. An solchen Punkten kann man manchmal aus der Karte rausspringen. Plötzlich fällt man ins Nichts. Ins ewige Nichts. Kann passieren. Was ist denn da gelb hier? Ja? Nö. Obwohl das auch eine Menge Opfer sind, wenn ich mal so genau drüber nachdenke. Muss ich etwa noch einen legen? Oh, machen wir einfach mal. Komm her. So. Ach komm hier. So. Zack, zack. Du bist gleich der Fall für die Kopf. So. Und? Elixier-Prototyp. Finde die Leiche eines Basilika-Opfers. Es hat sich nichts geändert. Das war nicht des Rätsels Lösung. Das steht schon mal fest. Basilika-Opfer. Wo bist denn du? Also hier solltet ihr irgendwo... Ne, da ist zwei. Ah, warte mal. Was steht denn da hier? Zwei. Vernichte Basiliken. Das ist doch doof. Was ist denn hier? Wo finde ich das denn?
Geht aber gut gemacht. Seht euch diese Eier an, die sind weichlich. Und wenn ihr genauer hinschaut, könnt ihr sogar sehen, wie sich etwas darin bewegt. Vielleicht werden sie schon bald schlüpfen. Die Eier könnten die fehlenden Zutaten meines Wiederbelebungsrezepts hier sein. Ich muss eine Probe nehmen. Wartet einen Moment. Mischt die Zutaten und macht etwas geschafft. Macht schmatzende Geräusche, aber ihr könnt herausfinden, ob es funktioniert, indem ihr ein unglückseliges Opfer es einnimmt. Da nehmt es, findet die Leiche eines Basilikasopfer. Unglückseliges Opfer. Das könntest du mir mal zeigen. Unglückseliges Opfer. Das macht er nicht. Ich muss aber wenigstens ein F irgendwie oder sowas haben. Oder nicht? Oder wie? Oder was? Basilikas. Ich verstehe es nicht. Ich bin die unglückseligen Opfer. Der haut schon mal immer so eine Kugel zwischendurch raus. Nett von ihm, ne? Echt nett? Den wollen wir nicht so lange kämpfen. Sehr nett. Oh, jetzt lege ich da noch zwei von. Bist du so ein Opfer? Ich glaube nicht. Bist du so ein Opfer? Aua. Echt jetzt? Ist das dein Ernst? Kann ja wohl nicht wahr sein. Da wollte ich dir helfen, dich retten vielleicht sogar, wer weiß. Und du machst hier den Angreifer. So, hier hast du die drei, kann ich auch noch anbieten. Ich habe irgendwas Tolles erhalten. Einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Da, du, dich nehmen wir jetzt einfach. Komm. Du bist der eine jener Welche. Sei froh und freudig. Du bist auserkoren. Und Roms, die Mummen, den hier macht noch ein Vergeltung. Geh noch drauf, zack. So, drauf. Und zack. Und hier, zack. Und hier, ne, das ist nur drei. So, jetzt ist die zwei weg, oder? Genau. Jetzt ist auch die eins weg. Genau. Aber da muss ich hin. Da ist noch irgendwas. Da muss ich noch irgendwas machen. Dich nicht, dich will ich nicht. Hier muss noch irgendwas sein. Da, guck mal, hier ist das unglückselige Opfer. Da sind die aber nicht. Doch. Ja, guck mal. Hat gut geklappt. Von Wiedererwecken kann keine Rede sein. Er hat sich in einen Haufen Knochen verwandelt. Komm, das hat super geklappt irgendwo. Als er den Körper mit den Reagenzen übergießt, beginnt er zu schmelzen. Ich finde, das hat gut geklappt. Irgendwie hat das gut geklappt. Komm. So. Hier ist noch irgendwo. Hier muss noch irgendwo was sein. Hier ist noch ein roter. Da. Hier lang, da lang. Oh, du kommst mir gerade recht. Mit dir habe ich auch noch was zu reden. Oder? Seid ihr das hier nicht? Sind das andere? Das sind andere, ne? Ja, das ist ja super. Die machen doch immer so was. Fertig. Los, fertig. Aber da sind die nicht. Das sind die nicht. Hier, bitteschön, ich komme zu dir. Ich bin ganz Ohr. Ja, ich auch. Ich habe kurz Zeit für euch. Ja. Ich helfe gern. Ja,
Was? Oha. Diese Glyphe könnt ihr einsetzen, um eure Fähigkeiten zu verstärken. Bei einem Stufenaufstieg erhaltet ihr Glyphenpunkte, die ihr verwenden könnt, um Glyphen und Effekte zu aktivieren. Außerdem könnt ihr damit verschlossene Glyphen und Glyphenschachteln öffnen. Drückt die Taste K, um das Fertigkeitsmenü zu öffnen und Glyphenpunkte zu verwenden. Was passiert bei einer falschen Aktivierung? Falls ihr aus Versehen die falsche Glyphe aktiviert, macht euch keine Sorgen. Setzt einfach eure Glyphenpunkte über das Menü zurück. Die Qualität der Glyphen hängt davon ab, ob sie hochwertig oder selten ist. Ihr werdet sicher gute Glyphen auf euren Abenteuern finden. Okay. Ach ja, sucht aus, dann auf. Ach ja, hier, aktiv. Ach ja. Ja, das... Hatte ich ein Level up? Ich habe irgendwas nicht mitgekriegt. Kann das sein? Kann sein, dass ich irgendwas nicht mitgekriegt habe. So, ich hatte Level up. Und K ist Glyphen, das ist er doch. Ach, Glyphe der Kraft. Ah, Glyphe der Nachwirkung. Okay. Glyphenpunkt kosten 3, Fertigkeit, Name göttlicher Schein, 4, erhöht die Fertigkeitsschaden um 25%, okay. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt müssen wir nochmal hier zu dir. Ja, das hat super geklappt, dein Trick. Man kriegt das, wofür man bezahlt. Ja, genau. Was du nicht alles sagst. So, was habe ich denn hier gekriegt? Oh, hier hat sich ja was getan. Moment mal, Freunde. Was das hier? Gruppenbeschwörung. Teleportiert alle Gruppenmitglieder innerhalb derselben Provinz an eure Seite. Cool. Energiesterne. Ihr schleudert Blitze auf ein Ziel innerhalb von 18 Meter. Das Potenzial sämtlicher Gruppenmitglieder, die sich innerhalb des Blitzenmagneten befinden, wird aktiviert und 20 Sekunden lang werden die Kraft um 20 sowie die Angriffsgeschwindigkeit um 8 erhöht. Das ist ja alles super. Und das war auch Heilung, ne? Heilung, reinigender Kreis, Regenerationskreis, Wiederbeleben, Segen der Auron-Effekt gewährt den Segen von Auron. Dieser erhöht bei euch und euren Gruppenmitgliedern den Umkreis von 11 Meter 15 Minuten lang die Bewegungsgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes um 10. Außerdem werden Lebenspunkte wieder regeneriert. Dass das Wiegen geht, ihr versetzt ein Ziel innerhalb einer Reichweite in Schlaf. Oh, sehe ich. Und dann ist... Das kann man doch mal machen hier. Wieso geht das nicht? Ah, weil ich damit rechts drauf muss. Und jetzt? Oh, jetzt hält er 15 Minuten. Das ist ja super. Gewährt den Segen von Auron. Dieser erhöht bei euch und euren Gruppenmitgliedern im Umkreis von 11 Meter 15 Minuten lang die Bewegungsgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes um 10. Verwendung. Verwendet die Fähigkeiten regelmäßig, wenn Gruppenmitglieder in der Umgebung sind. Das ist ja super. Das ist ja echt super. Und das ist eine Gruppe. Das ist auch eine Gruppe. Das ist ja super. Zerstört die geheime Basis, Stufe 20, Basilix. Beseitigt die Basiliken, die den Weg zur geheimen Basis blockieren. Spricht mit Jodok. Echt jetzt? Da schon wieder die Basilik. Ich will nicht schon wieder Basilik machen. Und die brauche ich schon wieder nicht mehr. Da, Basilik. Mal mehr. Basilik, ich bin hier. Ja. Oh, ich habe gar nicht geguckt. Vielleicht habe ich ja noch was Neues an Ausrüstung gekriegt. Ich kann schon wieder 5 machen. Oh, echt jetzt. Oh, ich hasse es. Aber trotzdem sind die leichter, deutlich leichter geworden. Muss ich ja sagen. Da, im Ding. So, hier, den kann ich auch noch haben. Und den kann ich dir auch noch anbieten. Und den kann ich...
könnt ihr schon wieder anbieten. Hier machen wir mal so. So. Jawohl. Ja. Ich habe lange keine Dings mehr gefunden. Keine Dings, ihr wisst schon. Ach, Leute, ich wollte doch eigentlich eine Pause machen. Sehe ich gerade. Dann machen wir das doch. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal dabei, wenn wir wieder Terra spielen mit unserer kleinen Heilerin. Macht's gut, euer Opa Hemi. Tschüss.